Welcome back, Freunde der Karibik, zu einer weiteren abkühlenden Folge Survival Fountain of Youth. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst, denn wir werden heute diese Insel weiter erkunden. Aber bevor wir weiter erkunden, müssen wir jetzt hier nochmal dem Tutorial ein bisschen folgen. Und das heißt, wir sollen jetzt erstmal Essen kochen am Lagerfeuer. Aber ich hatte ja gesagt eigentlich, dass ich mir noch Rinde holen wollte, um das Lagerfeuer anzumachen. Muss ich mal schon mal reinschauen. Brennen, entzünden. Hatte ich jetzt schon Brennstoff an sich hinzugefügt? Ich hole nochmal Rinde, Leute. Ich habe keine Lust, meine kostbaren Stöcke hier zu verheizen, meine langen. Und ich möchte Rinde. War das hier? Rinde? Ja, okay. Weißt du was, wir nehmen alles mit. Boah, ich müsste mal wieder was essen. Ja gut, wollen wir eigentlich gerade machen, ne? So, geht schon noch. Jetzt haben wir ein bisschen Baumrinde. Die können wir jetzt hier verheizen. Zack. Ah, hier kann ich... Ach ne, hier, Zunder. Das passt schon. Baumrinde ist drin. Dafür keine Blätter. Baumrinde ist nur bei minus 6 Minuten. Das andere bei minus 18 oder so. Das braucht weniger Zeit, glaube ich, um anzuheizen. Verstehe ich das richtig? Genau, Feuerstarter haben wir. Und dann nehmen wir aber hier noch kleine Stücke. Das muss ich jetzt hinzufügen. Ah, okay. Ein Stock, 3 Stunden 30. Ach nee, davor war noch, ne? Jetzt gar nichts reinmachen müssen. Egal. Let's go. So, das Ding brennt. So, dementsprechend kann ich jetzt... Geil, ich kann Spiegeleier machen. Alter, nice. Lecker Spiegelei. Und gebratenes Fleisch. 20 Nahrung. So eine gebratene Krabbe ist okay, aber so ein Fleisch ist natürlich noch geiler. Wir haben 2 Stück davon, also hauen wir die jetzt mal da rein. Wisst ihr was, den machen wir auch noch. Krabben. Das Ei behalte ich jetzt erstmal so weit, wie es ist. Obwohl, wenn das Feuer schon mal an ist, ne? Geht nicht. Ich brauche 2 Eier für ein Spiegelei. Okay, gut. An sich kein Problem. Können wir sonst noch irgendwas machen? Was ist das? Kartierung? Egal, lassen wir erstmal. Wir machen erstmal hier straight weiter. Ernte 2 breite Blätter. Okay. Bevor wir das machen, schnabulieren wir erstmal hier so ein bisschen was. Inventar. Bei 31 Kilo von 44. Der Rucksack ist richtig Bombe. Ich kann mich erinnern, in der Demo hatte ich super Probleme, trotz Rucksack. Aber den haben sie nochmal überarbeitet. Sehr schön. Ein sehr gutes Entwicklerteam. Macht das also mal ein bisschen einfacher. Mmh, lecker Steak. Schön rein in den Rachen. So, rein theoretisch müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen Wasser machen. Wassermarsch. So, Kokosnusswasser. So. Jetzt sehe ich doch eigentlich ganz gesund aus. Energie fehlt zwar noch ein bisschen. Da kümmern wir uns dann gleich drum. Machen wir dann nochmal ein leckeres Nickerchen. Und jetzt schauen wir nach diesen breiten Blättern. Die sind da hinten. Okay. Speere wollte ich auch noch mal ein paar machen auf Reserve, ne? Das darf ich nicht vergessen. Spätestens, wenn ich auf die Jagd gehe. Ah, Fahne. Zehn Minuten brauchen wir nur dafür. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. 2 Stück. Hätte ich gesagt, dass jetzt eh dunkel wird. Ist scheißegal, nehmen wir alles mit. Was? Achso, ich muss noch auswählen. Okay. So, dann haben wir die schon mal abgekrast. Ach, guck mal da hinten. Schon wieder die zu groß geratene Ratte im Schiff. Die
ignoriere ich jetzt erstmal gekonnt. Den hat man noch nicht, ne? Ja, sehr gut. So, haben wir schön breite Blätter. Ich habe jetzt gerade irgendwie gelevelt, habe das unten links gesehen. Stärke oder sowas. Gab es hier eigentlich sowas wie ein Skillsystem? Müssen wir uns da gleich nochmal anschauen. So, Crafter Bandage. Dieses Dinglisch. Crafter Bandage aus gedämpften, was will mir das Spiel sagen? Blättern. Okay. Bandage. Okay, Material habe ich. Lagerfeuer fehlt. Ach nö, jetzt ist das schon wieder aus. Muss ich da wieder was reingeben? Okay, wir haben noch ein bisschen Rinde, das passt schon. Let's go. Nein! Ah, wieso? Wieso, Maya Gott, wieso strafst du mich mit Regen? Mist. Was mach ich denn jetzt? Kann halt noch keine Überdachung bauen. Mir fehlen Lianen. Ich würde behaupten, das ist gerade ziemlich dumm. Aber lass uns doch einfach mal die Zeit nutzen, um uns eine Kiste zu bauen. Und dafür brauchen wir noch ein paar Stöckers. Hier bräuchten wir lange Stöckers für eine große. Wir fangen erstmal mit der kleinen an. Dann machen wir jetzt schnell eine Kiste. Und danach noch ein paar Speere. Nutzen wir dabei die Zeit, dann können wir vielleicht nochmal ins Skillsystem gucken, wenn es sowas gibt. So. Ja, nicht zu lange im Regen stehen. Wir nehmen mal 3, 15 Minuten. Okay, geht noch. So, ich verkrieche mich hier in meiner Ritze. Ich weiß jetzt nicht, muss man die auch irgendwie so platzieren, dass sie nicht nass wird und von Sonneneinstrahlung geschützt wird? Kriegen die Schaden, die Teile? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt einfach mal die Kiste direkt neben das Bett. Einfach so. Nein! Was jetzt? Du bist krank. Du hast durch äußere Einflüsse einen Krankheitsstatus erlangt. Es gibt verschiedene Arten von Krankheiten. Sonnenbrand haben wir eh schon, Grippe sind wir auch kurz davor. Wunden, Fieber, Lebensmittelvergiftung, Malaria, Überhitzung, Vergiftung. Medizin hilft, Krankheiten vorzubeugen und ihren Fortschritt zu verhindern. Auch Schlaf und bestimmte Nahrungsmittel können helfen. Okay. Mist. Bin verletzt. Lange Vorgang hat dazu geführt, dass du verletzt wurdest. Kannst dich beim Craften reparieren, sammeln. Sammeln auch, auf den Feldern ernten, Feuer machen, kochen, bauen und Bäume fällen, verletzen. Im Dunkeln und wenn du müde bist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt. Ah. Okay, das ist ziemlich realistisch, Leute. Cool. Wenn du erholt und bei voller Gesundheit bist, sinkt dein Verletzungsrisiko. Erholt bin ich gerade nicht. Überprüfe die Verletzungswahrscheinlichkeit in den Eigenschaften zu Beginn eines jeden Vorgangs. 21%. Okay, jetzt hat's geklappt. Okay, wir haben einige Slots für eine, also für kleine Kiste ist es echt viel. 40 Kilo. Wow. Okay, das ist schon mal geil. Wir checken mal kurz den Status. Kleiner Schnitt. Chance auf Erholung 30%, Chance auf Verschlimmerung 28%, Ausdauer ist dabei minimiert. Ja gut, wir craften jetzt eh dann gleich Bandagen, dann können wir das eigentlich gleich mal hier zukleben, die Wunde. Aber jetzt stehe ich erstmal hier, ne? Wie bestellt und nicht abgeholt. Machen wir nochmal Speere. Verletzungs... Ah, hier steht sogar 20% dunkel. Das ist das Problem.
Ich muss aber jetzt ein paar Risiken eingehen. So, stackt der Speer? Nein, tut er nicht. Schade. Egal, ich habe schon mal Backup, das ist schon mal ganz gut. Wollen wir mal was essen? Hier haben wir das auch. Dann schauen wir mal. Oh, nein, falsche Taste. Okay, das kennen wir. Crafting, Journal, Charakter. Ah, hier, guck mal. Überlebensfähigkeiten. Überlebensaufgaben. Fähigkeiten. Wir fangen oben an. Was haben wir hier? Konzentration. Schalte den Konzentrationsmodus frei zugänglich mit dem V-Hotkey. In diesem Modus werden Spezialobjekte, Waffen, Munition und fallen gelassene Taschen hervorgehoben. Das ist das, was ich in der ersten Folge gemeint habe. In der Demo konnte man schon das Scannen vorab einsetzen. Hier. Drücke V, geht's nicht. Weil nicht genug Taler. Kostet ein FIP-Taler. Kriege ich die? Hier, Belohnung. Taler. Ah, das ist ja cool gemacht. Das heißt, man muss sich hier so ein bisschen durchcraften, um die Belohnungen zu bekommen. Die dann hier zu investieren. Auch dann hier. Okay, krass. Muss ich aber dann schon einiges craften, ne? Also das, was hier aufgelistet ist, wird nicht reichen. Was haben wir denn hier? Alchemie, Lernen. Bonus von 10% auf verdiente Fähigkeitspunkte. Ja, Lernen ist immer gut zu anfangs, ne? 10% ist jetzt nicht gerade wenig. Besserer Schlaf, dann kriegen wir mehr Energy. Verzehr von Nahrungsmitteln gibt 5 Nahrungsbonus. Sehr geil. Dasselbe bei Durst. Giftwiderstand. Krankheiten widerstehen. 30%. Das ist ziemlich geil. Aber als allererstes würde ich sowieso den Konzentrationsmodus freischalten. Und dafür müssten wir jetzt irgendwas davon machen. Fehlen mir halt noch Sachen, sowas wie Liane, ne? Was fehlt mir hier? Bambusstock. Ach ja, da gab es ja noch andere Stöcke. Auch Liane. Ja, da werde ich jetzt erstmal nichts machen können. Kann's endlich aufhören zu regnen. Wieso? Mist. Ah, wir könnten mal schauen. Hier, klamottentechnisch. Mal einen Hut craften. Ah, sehr gut. Das hat auch geklappt ohne Verletzung. Sehr gut. Ich kann jetzt den Hut aufziehen. Ich habe ihn schon auf. Und ich habe dadurch Sonnenschutz. Bisschen weniger Chancen, verwundet auch zu werden. Okay, sehr gut. Es hat aufgehört, Leute. Schnell! Bandage! Schnell da rein da. Brennstoff ist eigentlich drin, ne? Hier steht 1,5 Stunden Rinde. Abfahrt. Reichen wir 1,5 Stunden. Wie lange braucht das? Bandage? 20 Minuten. Eine. Ich mache erstmal nur eine. Wenn es vorher schon gerade an ist, ja hier, gut, das hatten wir ja eigentlich alles gemacht. Nur. Crafte ein Holzkohle zur Kartierung. Hätte ich das nicht gerade gesehen hier? Kartierung? Holzkohle zur Kartenkartierung? Das machen wir auch gleich, bevor das Feuer wieder aus ist. Jetzt kann es von mir aus ausgehen. Jetzt haben wir uns erstmal die Bandage rein. Jawohl. Status checken.
Behandlung von Wunden. Plus 10 Gesundheit pro Stunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es finde einen Baum. Wir müssen this way. Wir müssen einen Baum finden. Die Kartierung war, damit wir mal die Map freischalten, soweit ich das noch weiß. Führt mich direkt zu diesem Baum hier, okay. Der ist auch echt groß, ne? Haben wir auf jeden Fall einen guten Überblick, um eine Karte zu zeichnen. Ja, schon die Insekten, ne? Wie sie kommen. Klettere auf den Baum. Oh, yo! Cool! Eine Leiter. Ach, jetzt kann ich hier einfach hochwandern. Ist ja praktisch. Das hat jetzt nicht mal Zeit gekostet. Vorsichtig. Vorsichtig. Vogelnest. Bäh. Würmer. Soll ich alles mitnehmen, Leute? Was haben wir denn dann? Der Tag hat jetzt gerade frisch angefangen. Wir brauchen eine Stunde. Ja, das geht schon für alles. Nice. Außerdem, jetzt ist es auch heller. Dann sehen wir mehr und dann können wir das jetzt machen. Zeichne eine Ressourcenkarte. Wie geht das? E. Kartierung. 3 Stunden dauert das. Ist ein Bereich auch, Kartierungsbereich. Okay, ich glaube, umso höher, umso mehr können wir dann. Wow. Das sind jetzt 226 Meter. Ich bin anscheinend sehr müde. Ja, ja, ich bin sehr müde. Das Blöde ist, der Tag ist gerade frisch angebrochen. Kalt soll ich pennen gehen, ey. Aber jetzt sehen wir hier zu Quellen, ne? Hier haben wir noch Nabelschwein, Wildschwein, Kurzohrfuchs. Fuchs soll das sein? Okay. Primitives Bett. Hier ist mein Lager. Hier ist das Wildhuhn. Okay, das ist Kurzohrfuchs. Ich dachte, du bist so eine Art Waschbär oder was weiß ich. Einführung abgeschlossen. Jetzt kannst du der Geschichte folgen oder die Welt auf eigene Faust erkunden. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Oh, vorsichtig. Okay, wir haben die Grundlagen gelernt. Aber eigentlich müsste ich jetzt ein Nickerchen machen. Bevor wir weitermachen. Lianen brauchen wir doch auch noch, ne? Was könnte das für ein Baum sein? Ich muss schlafen gehen. Ich lasse mich aber viel zu leicht ablenken. Muss so ein ganz kleines, so ein Powernap, ne? Einfach so einen kleinen Powernap machen. Dann vielleicht ein paar Lianen suchen. Das klingt doch an sich nicht schlecht. Hindernisse, Hunger. Ja, das wird schon passen. Okay, wir machen erstmal. Wie viel bringt mir das jetzt im Allgemeinen? Das steht so nicht da. Wir machen erstmal hier 2 Stunden, ne? Powernap, 2 Stunden. Das Nickerchen. Dann haben wir jetzt einen halben Tag schon wieder rum. Oh Mann. Okay, einen halben Tag Zeit haben wir jetzt. Immer schön im Schatten bewegen. Nächste Nacht muss ich dann mal gucken, dass ich mir die Rüstung zusammen crafte. Der Sonnenschutz. Oh, was haben wir denn hier? Pilze. Oh, geil. Und Tabak. Nehmen wir mal eine mit. Das sind 10 Minuten. Erstmal von allem so ein bisschen Probe mitnehmen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall irgendwie Lianen abbauen.
für ein Paradiesvogel. Ich nehme hier mal 5 Minuten noch einmal so ein Blatt mit. Nicht schaden. Oh, was ist das? Okay, einfach Standard. Okay, die Lianen sollten ja eigentlich relativ auffällig sein. Was ist? Wer will was? Da ist irgendwo so ein Fuchs. Och nee, jetzt schlägt es. Ich habe eine Schlange gehört. Ach, da hinten. Schlange. Scar die Schlange. Okay, da kriege ich eigentlich nur was zu essen raus. Schlangenschwanz. Egal, wir nehmen es mit. Wie gesagt, Probe. Was, ein Tier jagt mich? Angeblich. Gib mir mal den Speer, bitte. Ist das der Hund da hinten? Es hört sich nach mehr an. Nach einem fetten Rudel, ne? Hör auf zu bellen! Ich bin Baba! Nenn mich ab sofort Baba, ja? Kurzer Fuchs. Ich habe den kompletten Fuchs mitgenommen. Auch geil. So, wo war jetzt die Schlange? Hier. 10 Minuten. Krass. Wo wachsen Lianen? Das ist bestimmt so eine Heilpflanze. Ja, ich muss, Leute. Muss. Probe. Was ist jetzt los? Ah, wieder müde. Ich brauche einen Lianenbaum. Ja, Kollege, ich weiß, dass du müde bist. Wo stehen wir denn momentan? 12. Das geht aber eigentlich noch. Wieder Tabak. Oh, hier mein Weg. Oh, Level 1 Stärke. Nice. Bewege mich jetzt absichtlich ein bisschen langsamer voran. Ich habe hier schon ein bisschen Respekt vor der Natur. Sollte man auch immer haben. Kann doch nicht sein, wo sind denn hier diese Lianenbäume? Hier irgendwo angezeigt. Rotfruchtbaum. Tabak. Kamille. Langer Stock. Werden hier nicht angezeigt, Leute. Ganz vorsichtig. Ich dachte eigentlich, die würden irgendwie auf diesen fetten Bäumen wachsen. Oh. 10 haben wir noch. Dann kippen wir um. Was ist das denn? Wieder. Dämlicher Hund.
Was ist das? Sieht aus wie eine Pils. Ah, okay, verstehe. Der Maya-Gott lässt grüßen. Den darf man nicht verärgern, sonst wird es wieder regnen. Obwohl, eigentlich ist der Regen eher ein Segen, ne? Wenn man eine Überdachung hat. Was ist das? Stumpf, was geht da raus? Oh, ein halber Baumstamm? Da brauche ich eine Schaufel. Alles sehr, sehr interessant hier. Nichtsdestotrotz bin ich unzufrieden, weil ich keine Liane gefunden habe. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwo hier in diesen großen Bäumen ist. Wie Sie sehen, denke ich anscheinend falsch. Athletik gelevelt, sehr gut. Oder bin ich schon wieder Blindfisch? Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal aufgeben. Was steht denn eigentlich hier oben rechts? Findet die abgebildete Grotte. Da müssen wir hin. Wo könnte das sein? Hier ist ein Weg. Hier ist Strand. Hier ist noch ein fettes Skelett. Muss so ein bisschen auf Skelette dann achten. Okay, schade mit der Liane. Haben wir jetzt schon ein bisschen Zeit verschwendet. Aber gut, man muss halt ein bisschen rumschauen. Erkunden. Ach, guck. Der Wettergott lässt grüßen. Wieder schön Wetter. Geil. Okay, ich muss pennen. Und zwar... Oh, ich muss davor noch was essen. Auch noch. Schnell das hier essen, bevor es verdirbt. Ich könnte mir auch Würmer reinziehen. Geil. Baupläne für die Füchse. Kurzohrfuchs. 13 Nahrung bringt er nur. Okay, da war das Hühnchen, glaube ich, besser, ne? Was da Fleisch gegeben hat. Ein bisschen Hühnchen jagen. Ja, das kriege ich schon jetzt so hin. Oh, ne, so lange will ich jetzt auch nicht pennen. Aber ich würde jetzt mal so 8 Stunden. Oder einfach mal 10 Stunden richtig schön durchpennen. Ah. Frisch ausgeruht. Sehr gut. So, was gibt's zum Frühstück? Eier. Wir haben viele Eier. Kein Brennstoff. Ach nee, wir haben keine Stücke mehr. Okay. Stock und Hut steht im Gut. Das ist der Falsche. Ja, nimm alles mit. 35 Minuten. Können wir investieren für Brennholz. Aber machen wir uns jetzt hier nochmal ein leckeres Frühstück. Essen uns schön satt. Nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal. Ist die Folge eh vorbei? Da hätte ich gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann einfach mal links den Strand komplett entlang laufen. Oder rechts, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, links oder rechts, wo es mich halt gerade so hintreibt. Wo mich der Wind hinweht. Und dann gehen wir ein bisschen erkunden, Leute. Weil Liane habe ich jetzt, wie gesagt, nicht gefunden. Und ich habe jetzt nicht weiter Lust, da weiter zu schauen. So, wir machen einmal einen Ast rein. Oder zweimal. Wie viel will ich denn braten? Zweimal. Für 3 Stunden Feuer. Das sollte erstmal reichen. Dann machen wir jetzt hier lecker, lecker Spiegelei. Das dauert jetzt 1,5 Stunden. Oh mein Gott, wieso dauert das alles so lange? Das dauert
40 Minuten 1. Das 20 Minuten. 15 Nahrung, 3 Wasser, 13 Nahrung. Okay, das Ei ist besser. Ja, komm, wird investiert, ne, fürs Essen. Okay. Gönnung. Oh, geil. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Avanti, Avanti, was zu trinken. Zweimal. Also mehr Zeit will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr investieren. Den Tag. Ich will jetzt einfach irgendwie dann nächste Folge noch ein bisschen rumkommen. Bisschen erforschen. Machen wir uns auch nochmal was rein. Wir haben 50 Energie, da müssen wir schon ein bisschen weit kommen. Vielleicht mal schnell aufräumen. Hier Knochen kann im Grunde weg. Brauchen wir erstmal nicht. Die Muscheln klatsche ich mal weg. Ein bisschen aufräumen. Federn brauchen wir jetzt noch nicht. Sie werden dann relevant, wenn wir den Bogen haben. Pilze. Kann man auch aus Zunder? Ach, das Pilzzunder, das sind ja gar keine Pilze an sich. Ich dachte, es wäre so ein Baumpilz. Tabakblätter, auch weg. Kartierung nehmen wir mit. Das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Schau's auf Entzündung, wir haben uns einen Feuerstein. Blume noch weg, hier die Proben, ne? Den Fuchs. Da muss ich mir den Bauplan noch anschauen. Ja, dann lass mal hier. Scheiß drauf. Der wird bis dahin zwar vergammelt sein, aber egal. Dann haben wir eigentlich gut Gewicht weg. Dann haben wir auch wieder Platz. Wir haben Essen, wir haben Energy. Wir haben eigentlich gerade alles, was wir brauchen, um dann in der nächsten Folge voll durchzustarten. Alles klar, Leute. Dann machen wir mal erstmal Schluss mit lustig. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann einmal den Daumen bitte da lassen oder einen Kommentar verpassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten und sonnigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.